Guten Morgen, ihr lieben Leute, und schön, dass ihr euch entschieden habt, wieder einzuschalten zu diesem neuen Video hier von unserem Kanal. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Wir werden heute zum globalen Klimastreik gehen. Das habe ich ja schon im letzten Video angekündigt. Und ja, wir dachten uns, wir nehmen euch so ein bisschen mit, zeigen euch ein paar Eindrücke von unserer Heimatstadt, von dem Klimastreik und von dem Tag, was heute sonst noch passieren wird. Später sind wir noch auf einem Geburtstag eingeladen. Ich weiß nicht, ob wir da filmen werden, weil es auch so ein Familiengeburtstag ist von meinem Cousin. Aber mal gucken, was heute alles so passiert. Und ja, jetzt würde ich sagen, müssen wir aber auch erstmal los. Wir wollen auch noch ganz kurz auf den Markt gehen, weil wir haben nämlich jetzt mitbekommen, dass ganz in der Nähe von uns so ein kleiner Bauernmarkt immer ist. Oder nicht unbedingt ein Bauernmarkt, aber wie soll man sagen, so eigentlich Privatleute, die selbst ganz viel Obst und Gemüse anbauen in Bioqualität und ja, da so einen kleinen Markt auch draus veranstalten, kann man so sagen. Und da wollen wir jetzt hinfahren und unser Gemüse für die nächsten Tage einkaufen. Wir sind schon gespannt, was wir dort finden werden. Und dann geht's für uns auf die Demo. Hallo auch von meiner Seite. Wir haben uns gedacht, wir fahren jetzt zu unserem Hofladen. Also das erste Mal, weil wir gehört haben, da ist ein netter Hofladen, der Biogemüse verkauft. Aber der hat erst um 14 Uhr offen, haben wir mitbekommen. Und deswegen fahren wir jetzt erst zu Fridays for Future Demo. Und wir haben auch hier unsere Schilder schon parat. Auf meinem steht drauf, Mutter Erde ist eine Ehrenfrau. Und die Lisa hat drauf geschrieben, vergesst das Geld, retten wir die Welt, bevor sie zerfällt. Finde ich auch sehr, sehr cool. Wir werden jetzt nach Deckendorf fahren und ein bisschen hier die Stadt unsicher machen. Wir hoffen, wir stehen da nicht alleine. Aber ich bin ziemlich sicher, dass wir da nicht alleine stehen. Da werden schon ein paar mit uns mitlaufen. Und ich hoffe auch, dass ihr da draußen alle fleißig auf die Klimademo geht. Also wenn das Video online kommt, dann war die Klimademo schon. Und alle, die noch nicht auf einer Klimademo waren, sollten das gerne mal machen, weil das ist ein sehr lustiges Spektakel und man kann natürlich auch was bewegen. Weil wenn wir nicht auf die Straße gehen, wer soll es dann sonst machen? Und wir haben jetzt auch keine Zeit mehr. Es ist noch in 20 Minuten geht's los. Wir müssen jetzt auch losstarten. Leute, wir hören gerade Radio. Bei Bayern 3 kam gerade voll der geile Kommentar. Da hat eine Schuhkarton losgeschickt nach Afrika. Da gibt es immer so die Spendenaktion Schuhkartons für Afrika über Weihnachten. Da hat einer einfach mal so einen Strudelteig, einen gefrorenen Strudelteig von der Kühltheke in den Schuhkarton gelegt und hat gesagt, der muss nach Afrika, der muss für die Kinder nach Afrika geschifft werden. Aber dem ist wahrscheinlich gar nicht klar, dass wenn das jetzt bis Weihnachten dauert, bis das in Afrika ist, dass dann der Strudelteig ja nicht mehr ganz so frisch ist da dort und gefroren wahrscheinlich auch nicht mehr. Also junger Mann, wenn du das siehst und zuguckst, denk mal drüber nach, was du da gemacht hast. Es macht keinen Sinn. Macht keinen Sinn, seid ihr. Ja, Leute, ich dachte schon, wir sind die Einzigen hier, aber hier brennt die Hütte. Im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist auf jeden Fall was los. Ich find's gut. Also es sind ein Haufen Schilder unterwegs. Wir haben auch unsere Schilder dabei. Mutter Erde ist eine Ehrenfrau. Hi. Und wir werden da jetzt ein bisschen spazieren gehen. Dabei stagnieren die Fangerträge bereits seit den 90er Jahren trotz immer größerem Aufwand. Die Ozeane sind so gut wie leer gefischt. Im Klartext, 90% der kommerziell genutzten Fischbestände sind überfischt. Wenn wir so weitermachen, werden wir 2048 in nicht einmal 30 Jahren keine Fische mehr im Ozean haben. Ich bin Mama von zwei kleinen Kindern und genau deswegen stehe ich jetzt hier, weil mir die Zukunft für meine Kinder wichtig ist, dass die Zukunft weiterhin bunt ist und fröhlich und vor allem grün. So, das war jetzt eine feuchtfröhliche Angelegenheit. Wir sind jetzt wieder zu Hause und haben uns umgezogen, weil wir waren komplett nass. Einfach nur nass. Es hat ganz, ganz stark zu regnen angefangen. Die Vorträge waren wirklich schön und auch schön anzuhören.
Aber wir sind dann losgestartet, weil es war einfach viel zu nass. Jetzt sind wir zu Hause und ich mache uns gerade was zu essen. Ich habe hier Mangold, sieht lecker aus. Und ein paar Nudeln dazu, bisschen hier Pilze, dann habe ich noch Zucchini, Zwiebeln und Knoblauch und Tempeh. Hier, und ich finde Tempeh ist schon wirklich sehr, sehr geil. Also ich esse Tempeh sehr gerne. Und das werde ich jetzt alles zusammen mixen, dann ein paar Nudeln dazu und dann schmeckt es wie immer lecker. So, unser Essen ist fertig und es sieht schon sehr, sehr lecker aus. Wir werden uns das jetzt schmecken lassen und dann zum Bio-Hofladen fahren und da noch ein bisschen was einkaufen. So, wir sind jetzt in Wolfstein angekommen. Wolfstein heißt es hier, glaube ich. Ja. Wolfstein 6 ist die Hausnummer und hier gibt es einen Bauernhof, wo man eben sein frisches Obst und Gemüse in Bio-Qualität kaufen kann. Ja. Und wir gehen jetzt mal rein und besorgen uns ein bisschen was hier Biomäßiges. Gemüse. Wir haben jetzt angekauft, wie ihr sehen könnt, ganz viel grünes Gemüse, Karotten. Oh, das sieht Karotten. So lecker aus. Ja, hier haben wir auch noch ein bisschen was geschenkt bekommen zum Probieren. Ist irgendwie so ein, also ein bisschen schärfer wie so Wasabi. Ich weiß gar nicht, wie dieses grüne Zeug heißt. Das ist auf jeden Fall Grünkohl. Schaut euch mal den riesigen Grünkohl an. Wow, und alles Bio, gell? Alles Bio und hier haben wir noch ein bisschen Pak Choi. Ist es Pak? Nee, Mangold. Ich fand ja die Dame sehr, sehr nett. Ja, also können wir auf jeden Fall empfehlen. Wir packen auch mal die Adresse unten in die Infobox rein, dann könnt ihr da auch mal nachschauen. Jeden Freitag. Genau, jeden Freitag von 2 bis 6 ist hier geöffnet. Ja, und jetzt haben wir bezahlt für den ganzen Korb 25 Euro. Ja. Völlig okay. Und ja, völlig okay, finde ich auch. Ich bin schon gespannt, wie das alles schmeckt. Also es schmeckt ja immer alles so super frisch, gerade wenn das hier angebaut wird bei uns. Und ja, sehr lecker. Wie bei meiner Oma eigentlich aus dem Garten. Die hatte ja auch immer den ganzen Sommer tolles Gemüse und Obst im Garten wachsen. Ja, und hier kann man immer auch einkaufen. Und ich glaube, wir kommen hier jetzt bestimmt öfter her. Und die Frau war auch so nett, gell? Ja. Super nett. Ja, und jetzt fahren wir heim und müssen noch ein bisschen was fertig machen. Ja, Leute, wir sind jetzt schon im Couch-Modus. Ich habe vorher hier schon geschlafen eine Stunde, weil ich so K.O. war von gestern. Gestern war einfach echt ein anstrengender Tag. Wir haben ja, oh, Schokolade ist das Beste jetzt. Also Beste. Kennt ihr die? Gerne mit. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Die ist von Keep It Raw. Ich glaube, so heißt die Marke. Nee, von Omba. Keep It Raw. Und es ist, ja, eine vegane Schokolade ohne Schmarren. Also nur mit Rohkakao, ohne Kokosblütenzucker, ohne Schmarren. Also Kokoscreme, ohne Kakaobutter und Vanilleextrakt. Und so lecker. Übrigens eine unserer Lieblingsschokis. Ich finde, die schmeckt immer so wie die Kalenderschokolade. Wenn man sich so einen billigen 1-Euro-Kalender, Adventskalender kauft, die Schokolade, so schmeckt es. Nee, die ist viel besser. Ja. Aber so ähnlich halt. So ähnlich, aber es schmeckt gut. Ja. Und fair hergestellt. Die Leute, die den Kakao quasi ernten, sagt man das so, werden fair bezahlt. Hm, ja. Nicht gut. Genau, und jetzt werden wir dann heute noch auf den Geburtstag gehen von meinem Cousin. Der Maximilian freut sich schon. Aber du bist müde, oder? Mhm. Aber ein bisschen gehen wir schon hin. Ich glaube, vielleicht so eine Stunde oder so. Ich glaube, er muss alleine hinfahren. Nein. Boah, ich hab echt sowas von keine Lust. Du musst mitfahren, es ist schon voll dunkel draußen. Ach ja, das schaffst du schon, du weißt ja, wo du hin musst. Du musst mitfahren, weil mit dir ist immer lustiger. Mm. Du unterhältst immer die Leute. Ich muss morgen nach München fahren, weil ich gehe aufs Contact Festival. Das ist so ein riesen Musikfestival. 4.000 oder 5.000 Leute, also ich weiß nicht wie viele, aber ich schätze mal, sorry, ich muss dir jetzt meinen Arm ins Gesicht strecken. Da kommen irgendwie 4.000, 5.000 Leute, es kommen echt viele Menschen. Und ich dachte mir so, ich brauche mal so eine Auszeit. Und dann habe ich vorgestern so einen Glückskeks geöffnet. Wir waren nämlich beim Thailänder und da stand drin, have a break. Und ich dachte mir, was gibt's Besseres als ein Festival, um sich eine Auszeit zu gönnen, weil ich bin danach erstmal 3 Tage platt.
Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr in meinem Alter seid und ihr geht feiern und ihr lasst es krachen, dann seid ihr erstmal zerstört die nächsten Tage und so geht es mir auch. Und deswegen mache ich erstmal so ein verlängertes Wochenende und gönne mir erstmal ein bisschen Auszeit. Aber solange ist nicht frei. Ja. Wird dann schon wieder gearbeitet. Ich werde schon ein bisschen hier mitarbeiten. Aber es gibt kein frei. Einen halben Tag frei. Ich lasse mich krank schreiben. Auf jeden Fall freue ich mich schon drauf. Ich gehe wieder mit Marcio, den haben wir ja gestern schon getroffen, und der wird mich begleiten aufs Festival. Yes! Freust du dich? Ich freue mich sehr. Ja, das war's auch mit diesem Video. Also wir haben uns jetzt überlegt, wir werden die Kamera nicht mit zum Geburtstag nehmen, weil das ist auch immer so ein bisschen blöd zu filmen. Auch einfach, wenn bei Leuten, die eben nichts mit YouTube oder generell Social Media zu tun haben, da packen wir jetzt eigentlich die Kamera aus, wäre dann irgendwie auch fehl am Platz. Deswegen machen wir jetzt an der Stelle die Kamera aus und hoffen, dieser Vlog, dieser Tag hat euch gefallen. Und ja, das war ja jetzt schon der dritte Alltagsvlog. Und ja, keine Sorge für all diejenigen, die jetzt denken, es kommen keine Reisevlogs mehr. Die kommen natürlich auch. Wir werden auch Anfang nächstes Jahr wieder für längere Zeit, ja nicht so lange, aber ein bisschen auch unterwegs sein. Und das könnte auch wieder für sehr viele von euch spannend werden. Aber jetzt machen wir halt einfach, filmen wir so ein bisschen auch im Alltag mit, weil wir Lust drauf haben, weil wir auch Lust haben, uns ein bisschen auszuprobieren, ja, und mitzufilmen und euch auch vielleicht da so ein bisschen zu inspirieren. Ich finde es auch schön, irgendwie das selber zu haben, so auf YouTube so ein kleines Tagebuch, wo man immer nachgucken kann, wie war es vor einem Jahr oder wie war es vor so ein paar Monaten. Mhm. Ich finde das immer ganz cool, so, und auch so schöne Momente. Jetzt wir zum Beispiel, wie wir heute auf dem Klimastreik waren, ich fand das richtig cool und inspirierend und auch ein bisschen Gänsehaut bekommen, dass da so viele Leute da waren. Mich hat es echt sehr gefreut. Mhm. Und das auf Video zu haben, finde ich halt genial, weil du kannst es dann auch irgendwann mal vielleicht deinen Kindern zeigen. Schau, dass auch in der Heimat sich was bewegt. Ich finde es klasse auf jeden Fall. Ich hoffe natürlich, oder wir hoffen, dass euch das Video gefallen hat. Wenn es so ist, dann lasst ein Däumchen da, zerstört mal den Like-Button. Schreibt uns mal in die Kommentare, ob ihr schon mal auf so einer Klimademo wart. Also Fridays for Future, da gibt es ja noch ganz viele andere. Würde uns brennend interessieren. Und dann sehen wir uns auch schon wieder beim nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss.